Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Jura Journey. Heute bin ich auf einer der schottischen Inseln, nämlich auf der Isle of Jura. Da gibt es genau genommen mehr Viecher als Einwohner, aber die wenigen Einwohner der Insel haben ihre eigene Whiskybrennerei. Ich habe von Jura schon einiges probiert, rauchig wie nicht rauchig, mit oder ohne Altersangabe, könnt ihr einfach mal in der Playlist nachschauen. Im Jahr 2018 hat die Brennerei ihr komplettes Standardsortiment überarbeitet, einige Whiskys gingen vom Markt, einige kamen hinzu. Dieser Journey hier, wie er da eben steht, kam hinzu und stellt quasi so den Einstieg ins Sortiment der Brennerei Jura dar. Er reifte ausschließlich in ehemaligen Bourbonfässern, was so viel bedeutet, dass in Amerika, genauer gesagt in Kentucky, einmal in diesen einstmals frischen Fässern der Bourbon reifte. Danach, nach der Entleerung, wanderten die Fässer zu Jura und Jura hat ihren New Make, ihren späteren Whisky da eingefüllt. Hat den Vorteil, dass der Bourbon aus diesem einstmals frischen Fass diese erste heftige Holzfracht rausgenommen hat und der Whisky von Jura kann dann mild reifen, ohne zu holzig zu werden. Ja? Und in solchen Ex-Bourbon-Fässern reifte eben dieser Journey. Leider weiß man nicht, wie lange er reifte, denn er trägt keine Altersangabe, ist ein sogenannter NAS-Whisky, ein No-Age-Statement. 40 Volumenprozente, der Whisky ist gefärbt, damit er ein bisschen dunkler wirkt. Er ist auch kühl gefiltert, damit er klar bleibt. Sollte man ihn auf Eis genießen. An der Optik hat sich eigentlich nicht viel geändert. Die Form der Flasche ist gleich, das Etikett ist ein bisschen anders und statt einer Pappschachtel gibt es jetzt eine Dose. A refined balance of rich fruit and gentle smoky notes from maturation in American White Oak Aged Bourbon Barrels. Ja? Also die sind aus amerikanischer Weißeiche. Jo. Motzkorken. Der aber nicht echt ist, das ist so ein Bröselkorken, mittlerweile gang und gäbe. Der korkt dann halt nicht so leicht oder korkt überhaupt nicht. Also ich habe noch nie einen Bröselkorken, der schlecht war, sagen wir so. Ja, Jura färbt die Whiskys alle durch die Wand, alle recht dunkel. Der fällt für einen Jura verhältnismäßig hell aus. Ja. Also ich finde, es ist ein typischer Jura. Der Jura hat für mich eine ganz markante Note. Die habe ich in vergangenen Videos öfter mal als Wurzelgemüse beschrieben. Das riecht so ein bisschen nach Sellerie, so eine muffige Gemüsenote. So könnte man es verallgemeinern. Die ist ja sehr markant und blind würde ich den eigentlich auch sofort als einen Jura erkennen. Er ist sehr mild, er ist sehr leicht. Eine gewisse Süße ist da mit drin. Ja. Unter dem ganzen Gewurzel sowas wie eine Vanille. Die kommt von den Ex-Bourbon-Fässern, die werden getoastet oder ausgebrannt. Da kommt die Vanille her. Und diese ja, markante Brennereinote von Jura, dieses muffig-gemüsige, das macht es einem schon schwer, da was anderes rauszuriechen. Und für mich ist diese Note auch nicht unbedingt angenehm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Glas habe ich schon von der Viertelstunde eingeschenkt. Da verfliegt Gott sei Dank diese Note. Es kommt auch ein bisschen Frucht raus. Ist eine helle, eine spritzige Frucht. Erinnert mich so ein bisschen an so Kiwi Visalis, so in die Richtung. Und die Vanille wird stärker. Karamell kommt hinzu, der ist sehr, sehr süß. Und die Nase gefällt mir durchaus gut. Wenn so dieser markante Brennereicharakter, der, ich glaube, da geht es nicht nur mir so, vielen nicht gefällt, der ist hier nicht mehr so markant. Der ist eigentlich süß, angenehm, gefällig. Slange. Sehr weich, sehr angenehm. Oh, sehr, sehr süß. Eine tolle Vanillennote kommt da. Karamell, so eine leichte Würzigkeit, also wirklich nur so ein Hauch. Dominant ist hier die Süße in Form von Vanille, Karamell, dieses klassische Toffee, was man vielen Bourbon fast gereiften Whiskys nachsagt. Ganz, ganz unterschwellig eine Würzigkeit auf der Zunge. Hat mich kurzzeitig mal so ein bisschen an Nelke erinnert. Im Abgang Zitrusfrucht, die Kiwi, die Visalis und so ein Hauch von trockener Eiche.
Wie alt mag der Whisky sein? Da ist bestimmt ein sehr, sehr hoher Anteil an erstbefüllten Bourbonfässern dabei. Wenn nicht sogar ausschließlich First Fill. Wobei, wäre es ausschließlich First Fill, hätten sie es draufgeschrieben, was sie nicht haben. Aber ich denke, hier ist schon ein hoher Anteil an First Fill dabei, eben aufgrund dieser starken Vanille- und Karamellnoten. Wie alt mag der sein? Eine Mischung aus vielleicht 9- bis 10-jährigen Refill und 5- bis 6-jährigen First Fill. Sowas in der Richtung. Also ein Mix aus Jüngeren und Älteren, wie es oft der Fall ist. Wird immer süßer, wird immer vanillastiger. Allgemein. Wird auch ein bisschen frischer, riecht so nach Puderzucker. Also ist ein sehr, sehr süßer, milder Whisky. Ist halt sowas typisch für Einsteiger. Ja, süßlich cremig im Mund. Also die Charakteristik von so einem Bourbon ist hier schon durchaus zu spüren. Manch Bourbon erinnert mich so ein bisschen an so Brausestäbchen. Das hatte ich jetzt hier beim zweiten Schluck auch. Lässt auch kaum nach. Also so ein bisschen Nelke ist jetzt auch da. Die Vanille beim zweiten Mal schlucken und Karamell gar nicht mehr so stark. Jetzt sind es eigentlich eher diese Brausestäbchen, eine gewisse säuerliche Note mit dabei. Also der Fasscharakter ist hier einwandfrei zu entdecken und ist auch mal ganz schön, so wirklich so ein Fass auf Herz und Nieren später im Whisky selbst zu probieren. Also ein Paradebeispiel für eine junge, aber doch recht intensive Bourbonfassreifung und überrascht mich. Ja, diese anfänglich markante Jura-Note, die mir nicht gefällt, verfliegt mit der Zeit und dann macht er durchaus auf und lässt mal so hinter das Fass schauen oder in das Fass schauen, wie sowas in den Whisky reift. Ich finde ihn ganz interessant, ja. Klar ist er mild und einfach und fruchtig und leicht und süß und richtet sich absolut an Einsteiger, was aber nicht verkehrt sein muss. Also wer gern einen Johnny oder einen Jackie trinkt und ihr wollt demjenigen was Gutes tun und ihn mal an einen Single Malt Whisky heranführen, mit dem macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Und auch für mich, wenn ich jetzt mal auf der Couch die Füße hochlege und schenke mir einen Whisky ein, den ich vielleicht ein bisschen mehr trinken wie verriechen mag, ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Also in dem Preisbereich 25 bis 30 Euro, wo dieser Jura hier reinfällt, macht man sicherlich nichts verkehrt. Gefällt mir besser als so manch anderer Einsteiger-Whisky wie so ein Okkentoschen American Oak oder so ein Glenlivet Founders Reserve. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu Jura, was man da probiert haben sollte. Was ganz gut ist, interessiert mich immer sehr, denn ist auch so ein bisschen Inspiration für mich für kommende Videos. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!